Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Demon's Cyberslauf 2, Herr Casmary. Ja, ein Fall von einer Schülerin an der Inoden High School. Der Name sagt mir nichts, aber die kennt mich bestimmt. Was soll ich machen? Was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Du hast aus Versehen einen Fall von einer Schülerin der Inoden High School angenommen. Verstehe, die Schule hält dich für einen bösen Hacker. Das wird ein Treffen mit der Klientin wohl eher schwierig. Ich hab's, ich könnte doch an deiner Stelle mit dir reden. Super, dann mache ich das jetzt. Hallo, gehörst du zu Hori? Ich heiße Kurachi und bin Vorsitzender des Inoden Informatikclubs. Schön, dich kennenzulernen. Was können wir für dich tun? Wir brauchen jemanden als Verstärkung für den Programmierwettbewerb morgen. Wie ich dachte, dass Profis da nicht mitmachen dürfen. Der Regeln zufolge dürfen Akademiker und Hacker als Berater tätig werden. Wenn wir denn wirklich nur Berater, wenn ihr uns als Verstärkung anheuert? Es ist eine gewisse Grauzone, aber wir stecken in einer schwierigen Situation. Wir wissen aus verlässlicher Quelle, dass die Nishinomori High School das Finale sabotieren will. Sabotieren? Wir wissen nichts Genaueres, aber hier steht der Ruf beider Schulen auf dem Spiel. Wir haben so lange abwechselnd gewonnen und wir waren letztes Jahr Sieger. Da wollen sie wohl dieses Jahr unbedingt gewinnen. Das wird ihnen jedes Mittel recht sein. Ich hoffe, dass unsere Sorge unbegründet ist, aber lieber auch nochmal sicher gehen. Dann machen wir das. Ihr braucht mehr oder weniger nur Leibwächter, oder? Danke, wir sehen uns morgen. Bist du damit einverstanden? Wir können jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ich werde helfen, ich kann jetzt ein Mädchen nicht abschlagen, um Leibwache zu sein. Klingt spaßig. Ryuichi ist nicht da, wo ist er denn hin? Na egal. Fragen wir doch Erika, die hat, glaube ich, Zeit. Ah, okay. Das Finale geht gleich los, Teilnehmer bitte auf die Plätze. Oh Gott. Ja, ach du Heiligsblechle. Warum wollt ihr mich denn dabei haben? Du hast doch Zeit, oder? Und von Ryuichi ist keine Spur. Wir brauchen vielleicht noch jemanden zum Anpacken. Ein Schulwettbewerb interessiert mich nicht. Das wird schon nicht so schlimm sein, wenn sie den Gegner ein Bein stellen. Highschool-Schüler heutzutage haben schon einiges auf dem Kasten. Manche haben schon interessante Programme geschrieben. Du hast einfach nur Spaß am ganzen Trara. Gehört ihr alle zu Hoodie? Danke, dass ihr gekommen seid. Moment, musst du dich nicht für den Wettbewerb fertig machen? Sie haben gerade die Teilnehmer aufgerufen. Ich gehöre nicht zu dem Team, ich bin eher die Trainerin und leiste Unterstützung. Ich werde mit euch ein Auge auf die Nishinomori High School haben, während der Wettbewerb läuft. Du nimmst das ganz schön ernst. Der Wettbewerb ist mir sehr wichtig. Wenn wir das schaffen, sind wir seit 7 Jahren das erste Team, das 2-mal in Folge gewinnt. Na, wenn das mal nicht Kurachi ist. Was machst du denn hier drüben? Es geht gleich los. Ich könnte dich das gleiche fragen. Ich wollte euch nur viel Glück wünschen. Ich hoffe, es wird ein guter Wettbewerb. Hoffentlich geht nicht schief. Haha. Oh Mann. Das klingt schon so fail. Das war Shinomone, der Vorsitzende des Nishinomori Informatikclubs. Der führt definitiv etwas im Schilde. Damit hat er ja kaum hinter dem Berg gehalten. Er ist ja auch nicht in deren Team. Wenn sie etwas machen, steckt er wahrscheinlich dahinter. Am ehesten haben wir sie es auf den Server abgesehen, der unser Programm steuert. Ich schicke euch die URL. Hat URL für den Wettbewerb selber erhalten. Ich verlasse mich auf euch. Oh Mann. Jetzt müssen wir wohl abwarten, bis Nishinomori zuschlägt. Hä, hey, wo ist denn Sunny? Hinter mir. Oh. Hast du denn Angst? Die Mitglieder des Informatikclubs kennen dich doch nicht, oder? Und du tust ja nichts Böses, reiß dich mal zusammen. Ich verstehe dich nicht. Warum nimmst du den Fall denn an?
wenn du solche Angst hast, dass Leute aus deiner Schule dich sehen. Du hast ein viel zu weiches Herz. Wenn du dir solche Sorgen machst, dann geh nicht zu nah ran. Versteck dich hier und halte einfach die Augen offen. Entspann dich. Wenn etwas ist, werde ich mich schon kümmern. Wenn dich eine Kamera erwischt, setzt Erika ihre Hacker-Talente ein, um sämtliche Spuren verschwinden zu lassen. Rede nicht für mich, wobei ich das in der Tat könnte. Okay. Zeit für die erste Runde. Ah, es geht los. Es wird über 3 Runden entschieden. Beide Teams legen einen guten Start hin. Oha, Nishinomori ist gerade zurückgefallen. Inoden liegt im Vorteil. Inoden schlägt sich gut. Wenn nichts Unerwartetes passiert, wird das der leichteste Fall überhaupt. Was ist jetzt los? Da scheint etwas mit dem Programm von Inoden schiefgegangen zu sein. Das Blatt hat sich gewendet. Es ist wieder alles offen. Es ist also etwas schiefgegangen. Machen wir uns an die Arbeit. Das ist die Server-URL, die Kurachi uns geschickt hat. Okay. Wir sehen uns dort. Also betrügen die doch. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm 3 Mitstreiter mit. Wir haben sogar 5. Aber ist okay. Nachdem bekommen wir wieder einen Speicher ab, meine Freunde. Im letzten Part haben wir schon eins gekriegt. Für den Schlafmann, oder wie man dem so schön sagt. Ach nee, Sandmann hieß der. War eine sehr lustige Mission, die letzte. Nur so mal am Rande. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, guckt nach. Das ist der Server von Inoden Informatikclubs. Das ist gar nicht gut. Die haben das ganze Teil übernommen. Was? Super, jetzt schnappt euch den ganzen Server. Das ist der Vorsitzende des Nishimori Clubs. Und er hat Hacker mitgebracht, um den Server zu übernehmen. Natürlich verursacht das einen Programmfehler. Die Vorsicht der Klientin war also gerechtfertigt. Ihr wart doch gerade bei Kurachi. Sie hat wohl eine Leibwache angehört. Sie wusste genau, was du vorhast. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Also mach es dir nicht schwer und komm brav mit. Wozu? Wir können euch auch einfach hier aus dem Weg schaffen. Hacker, ich habe noch eine Aufgabe für euch. Schlagt sie hier zu Brei. Was zum... Haha, überrascht? Wer seid ihr? Was? Das weißt du nicht? Wir sind die Sato-Drillinge. Ich bin Ichiro, der Älteste. Ich heiße Ichiro und bin der Mittlere. Und ich bin Saburo, der Jüngste. Wir sind das gefürchtete Hacker-Team in Unterkolon. Du hast doch bestimmt von uns gehört. Nö, noch nie. Na, wenn Erika noch nicht von euch gehört hat, dann hat es auch sonst keiner. Der Fall wird wohl ein Kinderspiel. Schnauze, unterschätzt uns ja nicht. Ichiro, das ist dieses berühmte Team Hoodie, das von dem sogar Yugo von Sexen schwärmt. Wir sollten sie um Autogramme bitten. Vielleicht dürfen wir ihnen die Hand schütteln. Maul halten, wollt ihr von denen dastehen wie Amateure? Habt ihr gar keinen Stolz? Verzeihung, aber wäre schon... Was? Verzeihung, aber wäre schön, wenn ihr die heute noch vermitteln könntet. Bitte, danke. Natürlich, wenn wir es schaffen, Hoodie zu schlagen, machen wir uns im ganzen Bereich im Unterkolon einen Namen. Wenn ihr dieses Gebiet zurückerobern wollt, solltet ihr euch beeilen, sonst verliert Inoden wegen eines Programmfehlers. Sie wirken zwar wie ein Haufen dummer Kasper, aber er hat recht. Los geht's, Sunny. Ja, 3 gegen 2, das ist nicht fair. Ich schätze, wir müssen mithelfen. Mach dich bereit, Warman. Was, nur ihr beide? Okay, dann noch, ich weiß ja nicht, wie das gehen soll. Wie ich mache, aber keine Kämpfe. Keine Angst, wir sind ja bei dir. Gib einfach dein Bestes. Jetzt ist das schon ausgewogener. Zeig mal, was ihr drauf habt, Kato-Drillinge. Das heißt Sato. Oh Mann. Also mit dir werde ich nicht so wirklich kämpfen, ne? Und wir werden auch nur diese eine Mission machen, weil ich muss danach leider wieder aufhören. Thank you.
Jetzt haben wir zum Glück gleich viele Points. Ich warte hier. Dann gehe ich mit meinem Charakter direkt zu ihm rüber. Und haue seine lächerlichen Digimon in die Tonne. Ich weiß nicht mal, das sollte eigentlich reichen, wenn ich... Normal zuschlage, aber nein, reicht nicht. Oh, super, instant tot. Gefällt mir. Ich hätte alle rausnehmen können oder fast alle. Oh Mann. Na, dann machen wir das eben mit Shitose. Zuerst hier. Nicht dumm. Das hätte reichen können. Jetzt reicht's natürlich nicht, ich Dummi. Weh, Kopfnuss. Okay. Interessant. Dummer Vollidiot. Wenn du wüsstest, dass jetzt auf dich zukommt, hättest du das jetzt nicht gemacht. Gleich drei Angriffe, seid ihr dumm? So. Lächerlich. War klar. Okay. Ja, sie hat nur ein Digimon. Wormon. Damit gehe ich jetzt mal ein bisschen weg. So, weg. Du solltest dann also doch mal dein Sakuyamon oder wie das Ding heißt, digitieren lassen. Sonst wird das heute nichts mehr. Jetzt wird's lustig.
Ja, nur diesmal mache ich nicht mehr denselben Fehler, du Vollidiot. Und zwar wie folgt hier. Fress das. Und dann... Dateizerstörung. Ist mir egal. Hinterhaltpresse. Verpiss dich. Oder halt auch nicht. Im Moment kann ich zu dir kommen. Würde ich sagen. Warte hier mit dir. Tut mir leid. Na. Ja, nicht warten. Das ist ein verschenkter Zug, gell? Ice Devimon. Zum Glück bin ich nicht in die Mitte. Ich hoffe, das reicht. So heißt der, wie man muss weg. Nee. Das dachte ich mir, ne? Genau. Mein Digimon pennt jetzt einfach mal, ne? Und jetzt greift er mich an und ich habe ein Problem. Der tatsächlich. Okay, interessant. Das wird ja ein längeres Match, als ich gedacht habe, ne? So, zuerst mal bumsen wir den weg, falls es denn gegangen wäre. Dann eben Kudamon. Dann machen wir es eben so. Tschüss. So, du wartest hier, dann gehen wir jetzt mit dem auf den los. Dann machen wir mal mit dem den kaputt. Wie kann der das so gut tanken? Dankeschön. Und jetzt noch. Da kaputt machen. Wunderbar. Und jetzt machen wir die Mitte kaputt hier. Oh Gott. Huh.
Dankeschön, wenigstens Ice Devimon ist weg. Ja, genau. Das hat aber ziemlich viel Damage gemacht. Ja, seht ihr, genau deswegen wollte ich nicht, dass Womon kämpft. Ach du heilige Scheiße. Das war ja klar. Jetzt kommen wieder marschierende Fische oder so. Nein. Oh Gott. Immerhin. Wie malen wir das jetzt? Keine Ahnung. Ey, langsam wird's lächerlich. Wow, endlich. Endlich. Wir haben es geschafft. Was hast du mit dem Ding noch? Das ist bald eh vorbei. In 3 Minuten ist meine Freundin zu Hause oder so. Das ist ja unschön. Also eigentlich nicht, aber ich wollte dann fertig sein eigentlich. So. Wir haben es geschafft. Wow. Wie auf Knopfdruck, ne? Ich wusste zwar, dass sie stark sind, aber doch nicht so stark. Los, Jungs, formieren wir uns neu. Wartet nur ab. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jetzt ziehen sie von dann, ne? Die Leute waren komisch. Findest du? Ich fand sie langweilig.
Das ging ja, ich habe gerade von der Klientin gehört, in Ordnung hatte die erste Runde gewonnen, wenn sie die nächste holen, sind sie Sieger. Aber ich glaube, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Ich auch. Wir passen hier auf. Geh du und schau, wie der Wettbewerb läuft. Okay, machen wir. Nicht zu fassen, dass Kurachi so starke Hacker angehört hat. Tut uns leid, wir sind ehrlich gesagt noch Anfänger. Ist schon in Ordnung, ich habe für genau diesen Fall noch einen Söldner angehört. Söldner? Na los, zeig uns, was du kannst. Der Inoden High School gewinnt die erste Runde. Wenn sie die zweite Runde für sich entscheiden, sind sie die diesjährigen Champions, ob sie das schaffen. Also beginnen wir ohne weitere Umschweife mit der zweiten Runde. Okay, und ich glaube, da passiert wieder was. Ich habe gehört, dass sein Innenkonto gesperrt wurde und er zum Vertrauenslehrer musste. Ich habe die Lehrer sagen hören, dass er ein Hacker ist. Wir sollten uns lieber von ihm fernhalten. Oh Mann. Hallo, hörst du mich? Hallo. Du warst ganz benommen. Alles in Ordnung? Du gehörst doch auch zu Hoodie, oder? Danke für eure Hilfe gerade eben. Ihr habt unseren Server wiederhergestellt, oder? Ja, das waren wir. Ich glaube, Shinonome hat dahinter gesteckt. Wie konnte er diesen Wettbewerb mit solch heimtückischen Methoden unterlaufen? Der war nicht so... Also, der war schon immer so. Wir sind auf dieselbe Mittelschule gegangen. Wir haben uns gut verstanden und zusammen Programme geschrieben. Aber seit wir in unterschiedlichen Highschools sind und hier teilnehmen, ist er ein ganz anderer Mensch geworden. Ich dachte, wir wären Freunde, aber das sah er wohl nicht so. Heute musste ich mich darauf konzentrieren, sie auf faire Weise zu schlagen. Du siehst übrigens etwas so alt aus wie ich. Auf welche Highschool gehst du denn? Oh, bei Inodens Programm ist wieder ein Systemfehler aufgetreten. Noch ein Fehler, das war bestimmt Shinonome. Ah, Sunny, ich fasse es nicht. Er ist bei Shinonomori. Schnell, komm hier zurück. Ist etwas passiert? Ich komme mit dir. Das können wir Shinonome nicht durchgehen lassen. Wir sehen uns auf dem Server. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm drei Mitschreiter mit. Ja, und das sehen wir im nächsten Part, meine Freunde. Ob das gut ausgehen wird? Warte mal, welches Demon trägt den Namen Verderbter Priester der Tiefe? Neptunemon? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Naja, wie gesagt, ich freue mich auf den nächsten Part. Tödelö.